Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Star Wars: The Old Republic. Ja, das war fies letzte Folge, ne? Habe ich einfach in der Videosequenz einen Cut gemacht. Jetzt beginnen wir Kapitel 3, der Fremdling. Versucht nicht, euch zu bewegen. Ihr liegt im Sterben. Ich habe hier zwar euer Heilmittel, aber ich werde nicht lügen. Das wird wehtun. Das war ja gar nicht so übel. Ach genau, Lana Beniko hieß sie. Irgendwie in der vorletzten Folge? Ja, also von hier aus vorletzte Folge habe ich irgendwas gesagt. Da habe ich es auch gesehen. Und wie hieß sie? Bana Leniko? Bana. Dann habe ich irgendwas mit BE gesagt, aber naja. Was für ein erfreulicher Anblick. Was für ein Albtraum. Kenne ich euch? Lana, ich bin froh, euch zu sehen. Ich weiß zwar nicht, wieso da so viele von euch sind, aber... Verschieben wir die Danksagung, bis ihr euch wieder ganz erholt habt und wir von diesem Planeten runter sind. Macht euch schnell bereit. T701. Republikanisches Modell? T701. Er hat zugestimmt, bei eurer Rettung zu helfen. Keine große Crew. Ja, mehr habe ich leider nicht zusammenbekommen. Es muss reichen. Das Imperium und die Republik stehen kurz davor, dem Mann in die Hände zu fallen, der euch gefangen nahm. Ihr seid unsere letzte Hoffnung. Kommt schon! Yeah. Was ist hier? Wenn man Präzisionswert, Angriffskraft. Ja, so doll sind sie nicht. Haben weniger Meisterschaft. Ich habe mehr Angriffskraft. Ich weiß nicht mal, was die ganzen Werte bringen. Meisterschaft. Aha, Fernkampfschadenbonus. Also Meisterschaft ist, was früher quasi das primäre Attribut war. Zielgenauigkeit beim Soldaten und bei den anderen halt die anderen Sachen. Also es ist, glaube ich, sinnvoller, wenn man mehr Meisterschaft hat auf den ganzen Waffen und Nebenhänden, die man so hat. Und Rüstung. Ja, im Prinzip kann ich es annehmen und verkaufen. Ui, Level 62. Imperiale Erinnerungsstücke, ja, du bist genau richtig, Lana Beniko. Ich bin gerührt. 230, blaue Fünfer. Okay. Ich bin gerührt. Guck mal, Kunstwerk. Das mag sie auch. Ich bin gerührt. Trophäe, nicht wirklich. Gucken wir mal, Kunstwerk des 6. Grades. Ich bin gerührt. Nee. Sollte es besser werden. Lieber nicht. Kulturelles Artefakt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, wen ich die Kunst weggegeben soll. Imperiales Zeug hier, das kann sie alles haben. Ich bin gerührt. Ein würdiger Gegner. Naja. Naja. Vor allem, welcher von den drei Flaschen war würdig? Gut, da wir jetzt eine neue Folge haben, machen wir auch eine neue Kiste auf. 1, 2, 3. Das muss reichen. Die Hyperkisten sollen noch ein bisschen ausdauern. Überwachungssicherheit? Wie hieß denn das andere? Achso, ja. Das ist jetzt... Okay, die habe ich nämlich... Überwachungssicherheitsergänzungskörperrüstung, wer die haben möchte, kann das sagen. Ich glaube, das ist auch der Helm bei, also Armschienen, Helm, nee, Gürtel. Ja genau, Armschienen, Gürtel und Helm, glaube ich, war da drin. Und der Helm sah, glaube ich, auch nicht so schlimm aus wie von der anderen Rüstung, aber egal.
Da ist noch eine und da also unten ist die andere. Ne, diese. Oberkörperrüstung des Sis-Einsiedlers. Oh, Gold. Die ist sehr teuer und die brauche ich sowieso selber. Hä? Ach da. Ah, scheiße, schon wieder so ein blödes Geschütz, ey. Muss ich selber aktivieren, ich brauch Platz. Aber ich habe jetzt auch den anderen, ne? Ne, habe ich noch nicht. Ich dachte, ich habe jetzt auch T1O5 oder wie er hieß. Ne, habe ich noch nicht. T5O1, glaube ich, ne? Was für eine Art Gefängnis ist das? Du bewahrt Arkan seine liebsten Besitztümer auf. Besitztümer? Tief durchatmen. Fühlt ihr euch jetzt als was Besonderes? Wenn mich Darth Arkes jetzt... Oh, ich bin im Besitztum. Und nicht wundern, dass ich die ganzen Sachen noch habe. Ich habe jetzt direkt noch eine Folge aufgenommen. Also die letzte Folge und diese Folge mache ich an einem Abend. Und ich mache jetzt nochmal... Mache ich nochmal so ein... Ich weiß nicht, ob ich das mit dem Fernmodul machen soll. Ich habe ja immer noch die von der anderen Folge. Wow. Die Farben sind nicht toll. Also blassblau und blassrosa habe ich noch. Ne, das andere war hellgrau und blassrosa. Also das, wie sieht das aus? Die Farbe hätte ich blassblau, blassrosa. Mache ich mal in die Spalte rein. Wo war denn jetzt die andere Sache hin? Fuck. Hatte ich nicht noch die... Aha, ich bin total verloren. Egal, muss ich denn gucken. Keine Ahnung. Das ist das Schlimme, wenn man ich ist. Man hat so viel Zeug. Herausforderung gemeistert. Hallo auch. Hallo auch. Er heißt auch. So, und dann als weitere Farbe dann Färbmodul weiß-hellviolett. Würde so aussehen bei meiner Rüstung zum Beispiel. Einige Rüstungen könnte ich mir damit sogar ganz gut vorstellen. Irgendwie Botschafter-Rüstung. Also, was heißt Rüstung? Das sind meistens Gewänder. Guck mal hier, Lucian Drakes Oberteil zum Beispiel. Naja. Naja, gut. So, Archon-Paket, Archon-Paket. Da oben. Was könnte drin sein? Vorzeitlicher Blaster. Da weiß ich jetzt nicht Bescheid. Oh Gott. Waffen. Da muss man es wirklich ausschreiben. Vorzeitlicher Blaster. Oh, den brauche ich sogar noch selber. Kann ich gleich an Lara geben. Ich habe ein Paket, her damit. Zwangslose Oberkörperrüstung. Hm. Ich glaube, was hatten wir jetzt? Es waren jetzt sehr viele Sachen, das reicht glaube ich auch erstmal. Ich muss ja nicht mehr übertreiben hier. Ich kümmere mich um die Tür. Wo ist der Droide? Er erzeugt in anderen Bereichen falsche Sicherheitswarnungen. Ein fähiger kleiner Astromech. Ja, ich höre. Es wäre nicht schlecht, wenn wir den Zeitplan etwas anpassen könnten. Warum? Gibt es ein Problem? Nein, kein Problem. Aber wir fühlen uns hier draußen so langsam wie auf dem Präsentierteller. Habt ihr den Fremdling schon gefunden? Ja, ich habe ihn dazu geschaltet. Großartig. Ich bin Cord Fortena. Willkommen bei der selbstmörderischsten Rettungsmission aller Zeiten. Ich hoffe, ihr seid wirklich all das, was Lana von euch behauptet. Etwas Geduld noch, Cord. Wir sind auf dem Weg.
Koth wird uns hier rausfliegen, sobald wir durch diese Tür kommen. Ja, dann mach auf. Ich habe sie schon mal irgendwo gesehen. Nein. Hohe Richterin Velen, die Eindringlinge haben den Fremdling befreit. Sprungtruppen durchstreifen das Gebäude, aber... Aber? Nur zu. Warum so schüchtern? Aber es wurde in mehreren Sektoren Alarm ausgelöst. Wir können sie irgendwie nicht finden. Nun, macht euch keine Sorgen. Ja, den brauchst du nie wieder Sorgen machen. Der ist tot. Jeder macht irgendwann Fehler. Wir sind nicht bereit. Nicht für Valen. Sie konnte uns sehen. Die kriegen wir klein. Dann lasst uns aufbrechen. Es war, als würde sie uns direkt ansehen. Sie sieht euch durch die Macht. Ihr seid ihre Beute geworden und sie scheitert nie. Vielen Dank. Das ist eine Ermunterung, ne? Die kann einen wirklich ermutigen. Bring wir ja, uns komm. Raus. Beeilung. Sprungtruppen. Valen ist alles andere als alleine. Sprungtruppen, was ist überhaupt für ein Name? Die anderen, die Sturmtruppen, das war wegen so ein toller Name hier von Sturm hier, Stürm. Aber was sollen diese Sprungtruppen? Bloß sehr gut, die haben Sprungmodule hinten drauf. Finde ich aber trotzdem nicht toll. Guck mal, die haben ja auch so eine kopfgeldige Arraszellen. Falsch, verdammt. Valen ist da. Jetzt schon? Sagt mir Bescheid, sobald ihr am Lift seid. Alter, die droppen ja alle nix. Könnte mich schon wieder aufregen. Bonus gibt's ja auch nicht, ne? Was müssen wir hier machen? Evakuiert. Nee. Ah, scheiße, das ist eine Sackgasse. Was gibt es über Koth zu wissen? Er ist kein Imperialer. Früher diente er in Sakut Militär. Jetzt hat er es sich zur Lebensaufgabe gemacht, Arkans Herrschaft zu beenden. Warum? Was hat Arkan ihm angetan? Ein würdiger ihn selbst fragen, falls wir es hier lebend rausschaffen. Ja, klar, schaffen wir es raus. Sie hatten keine Chance. Oh, ich kann ihn endlich plündern, wie geil. Doppellichtschwert, scheiße. Lana kann nur ein Lichtschwert tragen. Ich hoffe, ihr braucht noch ein bisschen. Also normales Lichtschwert. Lichtschwertlanzen kann sie leider nicht. Womit ich nicht zurechtkäme. Aber wir müssen den Treffpunkt verlegen. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Also wenn ich jetzt lande, werde ich in Stücke geschossen. Seht es also einfach als kleinen persönlichen Gefallen, ja? Schleicht euch noch durch einen weiteren Turm, dann finde ich euch. Seid vorsichtig. Das wirkt alles recht überstürzt. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Passt da draußen auf euch auf. Das ist in letzter Zeit meine Lieblingsbeschäftigung. Wie ich unsere kleinen Ausflüge doch liebe, Lana. Bin gleich wieder bei euch. Woher kennt ihr Koth? Ist das euer Freund, Lana? Kann man ihm trauen? Wo habt ihr denn unseren Fluchtpiloten aufgetrieben? Kaum zu glauben, aber er stammt von Sakul. Imperator Arkan hat dort nun große Macht, aber nicht alle seine Untergebenen folgen ihm blind. Nein.
Oh, die ist ein bisschen stärker als Lana. Wir müssen weiter. Was? Es ist schön, euch zu sehen. Ich habe gerade 1 Million Fragen. Ich weiß. Die Antworten müssen noch etwas warten. Warum? Was soll das? Ey, nicht weglaufen. Ich will was verkaufen, Junge. Wie, wo? Oh, jetzt kommen die von oben. Das sind keine Sprungtruppen, das sind Abseiltruppen. Falls da überhaupt Seile waren. Ich weiß gar nicht genau. Ansonsten waren es Runterfalltruppen. Das war endgültig. Junge, stehen bleiben. Alter, das ist ja der fieseste Händler, den es gibt. Kann ich überhaupt was verkaufen? Nee. Wenig. Ein Schrott, wow. Was ist die Markttechnologie? Ist mir neu. Ein würdiger Gegner. Auch kein Geld. Oh, weh, Alter. Sie hatten keine Chance. Ein würdiger Gegner. Hast du sehr schön gemacht. Und noch mehr Gegner. Ich hätte jetzt gerne eine unsichtbare Machtfähigkeit. Die ganzen Typen, die bringen hier sowieso nichts. Kein Loot. Nix Credits. Keine. Ja gut, Erfahrung schon. Aber was will ich mit Erfahrung? Ich bin sowieso 65. Bevor ich das beendet habe, denke ich mal. Wir müssen über diese Brücke. Müssen wir das? Die immer mit ihren blöden Bodenangriffsläufern. Also wirklich, Lana, macht sie einfach ein CC rein, so ein kleines Schwächling. Herausforderung gemeistert. Sie hatten keine Chance. So, hier, plündern, ist ein Befehl. Dann würde ich sagen, ah ne, es kommt noch ein Video. Kämpft euch durch. Diesen Weg hätte ich nicht gewählt. Warum nicht? Ach, guck mal, da ist eine Sonne. Sonnenähnliches Teil ist, wie hieß denn das, Sonnenmaschinengenerator oder irgendwie. Den kann man auch bekommen als Deko. Es ist Valen. Sie wird die ganze Stadt über euch einstürzen lassen, wenn es sein muss. Lana, sind meine Scanner kaputt? Seid ihr gerade Hals über Kopf in eine Sprungtruppen-Droidenfabrik gestürmt? Valen hat uns fast erreicht. Uns gehen die Optionen aus. Das ist ja wieder wie auf Alter hier 3. Mit ein paar Droiden kommen wir schon zurecht. Also los. Ja, zurechtkommen schon, aber ist nervig. Also diese Sonnenmaschinen. Ein guter Kampf. Sonnenmaschinen, wie hieß denn das? Keine Ahnung. Irgendwas mit Sonnenmaschine.
Das kann man sich freischalten, indem man Sternfestung im schweren Modus macht. Sämtliche Sternfestungen, also es gibt irgendwie 5, 6 Stück. Oder waren es 7? Die gibt es ja einmal im normalen Modus und einmal im H2-Modus. Den H2-Modus kann man aber erst machen, wenn man auf dem Planeten dann diese Herausforderung gemacht hat. Bunkerbrecher oder wie Missionen da heißen. Und wenn man die dann beendet hat, dann kann man auch die jeweilige Sternfestung von dem Planeten im Heldenmodus starten. Normalerweise H2 zu... Oh, da unten sind noch welche. Scheiße. Ah. Sehr schön, Lana. Ich werde verfolgt, aber ich habe noch ein paar Tricks auf Lager, die Sie nicht kennen. Wow. Kov? Kov? Also den kannten Sie wohl. Ich muss weiter, aber ich halte die Ohren offen. Ja, zumindest sämtliche Sternenfestung im H2-Modus. Dann bekommt man diese Sonnenmaschinen-Deko und die ist riesig. Also man kann sie nur auf dem Flugplatz abstellen. Nicht mal die Prunkflächen, Prunkstückflächen gehen. Und diese Teile hier, die droppen da unter anderem auch als Deko. Also nicht, dass sie an der Wand hängen, sondern dann stehen sie halt auf dem Boden, diese Säulen. Ich glaube, so wie da. Nee, die ist ja auch in der Luft. Naja, egal. Zumindest droppt da eine Menge Zeug. Alles, was mit Zerkul und Sprungtruppen zu tun hat. Herausforderung gemeistert. Was ist mit dem Reaktor passiert? Habt ihr was damit zu tun? Valen ist passiert. Valen war das? Ihr hattet wohl recht, was den Fremdling angeht. So, jetzt erstmal runter hier. Gute Nacht. Oh, schon 2 Uhr. Ja, ich glaube, das ist auch eine gute Idee. Ich werde auch ins Bett. Dann werde ich mal eventuell gucken, wie lange ich schon... Na, ich muss erst noch kämpfen, so ein Dreck. Hoffentlich ist das Einzige. Nein, da kommen sie noch mehr her. Ah, dann kommt doch alle her, meine Güte. Sie hatten keine Chance. Nichts mehr rot? Gut. Dann stehe ich mich jetzt hier hin. Gibt's hier irgendwas? Alter, was geben wir euch ab? Huh? Woher weiß er, dass ich aufnehme? Gut, weil es 2 Uhr ist. Ich glaube, ich bin nie um diese Uhrzeit online. Es sei denn, ich nehme auf. Gut, mal hier ist mal ein kleiner Schnitt. Dann bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe einen kleinen Schnitt gemacht. Diese Aufnahme ist jetzt eine Woche später, glaube ich. Jo. Also wir haben es jetzt gerade Samstag, 12.41 Uhr. Gut, ich wollte hier noch einige Sachen zeigen. Zum Beispiel den Gleiter, den man bekommen hat, wenn man am 20. Oktober war es. Abonnent war. War das jetzt der? Ich hoffe es. Ja, genau, der ist es. Ich finde es geil, wenn man immer anfährt. Dann macht er mir dieses Geräusch. Also apropos Geräusche, da hat mir einer in den Kommentaren geschrieben, dass die Lautstärke bei mir irgendwie zu leise ist, zumindest von den Gesprächen her. Wobei der Rest eigentlich auch ein bisschen leise war. Das kotzt mich mal an, hier nur immer diese Prozente anzeigen. Ich weiß nicht, worauf das damals immer hat, irgendwie 35%. Das Dumme ist jetzt, also es gibt ja hier einmal die Prozentanzeige, dann unten rechts bei System, bei den Systemeinstellungen hier, bei Systemsounds, da gibt es ja auch nochmal eine Gesamtlautstärke und dann nochmal für das Spiel Star Wars Lautstärke und die ist jetzt bei mir bei 100%, früher war sie bei 70%. Diese ganzen Schieberegler, die überfordern mich total, muss ich ganz ehrlich sagen. So, da ich jetzt die Gesamtlautstärke lauter mache. Ja, wir machen mal 35. Dann mache ich die Musik auch ein bisschen leiser wieder. Umgebungslautstärke. Das brauchen wir nicht unbedingt. Effekte auch nicht so unbedingt. Ja, Sprache muss laut sein, weil das hat man gerade bei den Gesprächen gemerkt. Wenn da wichtige Gespräche sind und ich habe mein Mikrofon, habe mich also quasi nicht gemutet, dann hört man jedes Atmen oder mein Mausrad, wenn ich dann mit dem Mausrad scroll, das hört man dann auch immer so gut. Ist natürlich nicht so schön wie ein Let's Play. Ne? Deswegen übernehmen wir das erstmal. Ich hoffe, das ist jetzt besser.
Gut, das ist der Gleiter, den man bekommen hatte, wenn man da Abonnent war. Den bekommt man jetzt nie wieder. Pech gehabt, ne? Dann hier die Gleiter. Achso, den hatte ich mir gekauft, ja. Aber in den letzten Folgen hatte ich ja so einige Gleiter drin, die ich nicht zeigen konnte, weil ich ja irgendwie in der Instanz drin war. Ich meine, vielleicht habe ich es auch gemacht, ich weiß es nicht mehr. Ich habe mir nicht die ganze Folge angeguckt, das ist das Problem. Ich gucke mir meine Folgen ja selbst nicht an. Habt ihr schon meinen Raptor gesehen? Den hatte ich auch in der Kiste gehabt. Ich habe ja mittlerweile so viele Hyperkisten geöffnet von diesen neuen Paketen. Oh, ich sag euch, die sind so schlecht. Immer nur zwei Gegenstände drin. Das kotzt mich an, ey. Ah, hier, guck mal, hier, da ist zum Beispiel der eine Gleiter, den ich gerade gezeigt habe. Dieser Bonbon-Gleiter da. Wer den haben möchte, der kann das sagen. Ja, die ganzen anderen Sachen, die habe ich jetzt hier immer noch im Inventar, weil ich gerade erst die Folge hochgeladen habe. Das ging erstaunlich schnell, weil ich unten am Router direkt per Laptop die Folge hochgeladen habe. Das hat, glaube ich, nur eine Stunde gedauert, wobei ich normalerweise dann eine gleich große Folge irgendwie 5 Stunden hochlade, wenn ich es hier von hier oben, von meinem PC aus mache. Also sollte ich mir doch die Mühe machen, jede Folge dann immer auf dem USB-Stick machen, dann auf dem Laptop drauf kopieren und dann von Laptop aus unten hochzuladen. Ja, habe ich nicht noch ein paar Pakete? Ich habe schon überall reingeguckt. Ich glaube, da waren überall Gleiter drin, ne? Ach, hier stimmt, da war das Ding nochmal drin. Also zweimal dieser Bonbon-Gleiter. Gefährten, Geschenk, sehr schön. Das braucht der Nico. Ein schöner Anblick. Ein schöner Anblick, ja. Die Dünenpirscher-Rüstung, die hatte ich mir jetzt nochmal... Ich hatte mir die gekauft, damit ich die hier komplett in der Sammlung hatte. Deswegen wird die hier auch grün angezeigt. Ja, gut, kann ich jetzt nicht zeigen. Da sind jetzt die ganzen Dinger grün angezeigt. Das heißt, dass ich die in der Sammlung habe. Wenn ich jetzt hier rüber gehe, da steht dann keins von den Teilen grün, weil ich die nicht in meiner Sammlung habe. Also das ist auch so ein Vorhaben, was ich vorhabe. Sämtliche Sachen irgendwie in der Sammlung freizuschalten. Also gucken wir mal hier, Rüstung, ja. Wenn man sich mal antut, ich habe erst 36% sämtliche Rüstung. Ich meine, es gibt zwar einige Rüstungen hier, gerade hier die erste Seite ist ja komplett irgendwie Kartellmarkt, was man sich kaufen muss. Aber wenn man nachher, so hier fängt es mit den Kisten an, wenn man so sieht, was da so noch für Sachen sind, die man nicht hat. Die Reihe 615, 14 und die habe ich mal alle gekauft, die sind auch immer relativ günstig, weil die eigentlich ziemlich hässlich sind. Aber wenn man so eine komplette Rüstung hat, dann... Das ist schon ganz nett. Kann man sich jederzeit dann mit dem Charakter wiederholen. Und wenn ich den irgendwann mit einem anderen Charakter auch haben möchte, dann müsste ich halt nur auf dieses Zeichen gehen hier und dann mit Kartellmünzen freikaufen. Also die würde jetzt nur 60 Kartellmünzen kosten, weil es eine hässliche Rüstung ist. Aber es gibt auch Rüstungen, ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel die Rüstung nehmen würde, die ich jetzt anhab, die Protektor-Rüstung, wenn ich sie denn finden würde, war die ganz hinten? Ach, keine Ahnung. Ach, hier Kartellmark, genau. Die kostet, glaube ich, 400 Kartellmünzen, wenn man sie freischalten wollen würde. Ja. Das sind schon ein bisschen heftig, aber man hätte die dann fürs ganze Vermächtnis, ne? Wäre natürlich auch nicht schlecht. So, aber viel, so viel dazu. Ist auch egal. Achso, hier. Eroberung habe ich abgeschlossen. Das ist noch von letzter Woche. Ich wollte eigentlich nur zeigen. Ah, ich kann es nicht annehmen. Inventar ist voll. Sehr schön. Das kennen wir gar nicht. Und ich mache es jetzt noch voller. Hier, guck mal, da Mairam. Mairam Agame. Wer möchte den haben? Ne? So sieht er aus. Gerade für die Ladies. Ein schöner pinker Gleiter. Hatte ich nicht noch eine Kiste? Oben ist noch eine. Achso, ne, die hatte ich glaube ich schon mal. Die hatte ich glaube ich schon geöffnet. Habe ich gesagt, die Frontverteidiger-Oberkörperrüstung, die wir selber haben. Na komm, dann machen wir hier nochmal eine auf. Wow, es ist nichts drin. Doch hier, Buhu. Und zwangslose Oberkörperrüstung. Ne, zwangslose Hilfskörperrüstung war es. Mach ich es dann mal dahin. Und Buhu. Hier, wer Buhu haben möchte, ist ein Emote. Muss man dann aktivieren und dann hier slash Buhu in den Chat schreiben. Und dann könnt ihr heulen, weil der Mose scheiße ist. Wobei da steht es, du verspottest alle als kleine Babys. Wenn ich jetzt nur Buhu bei ihm mache. Naja, gut. Also wer den Emote haben möchte, kann das auch gerne machen. Und dann jetzt reisen wir zurück. Wir sehen uns. Wir waren da irgendwie in der Druidenfabrik und mussten da entkommen.
Ja, er lädt sogar relativ schnell. Nicht schlecht. Grundsätzlich würde ich es ja eh viel besser finden, wenn man dann bei diesen Lautstärkenreglern diese Prozente weglassen würde und einfach irgendwie mit Dezibel arbeiten würde. Aber gut, dann müsste man natürlich auch dann Systemsounds dann irgendwie weglassen. Weil wenn es im Spiel irgendwie 80 Dezibel ist und diese 80 Dezibel sind dann nochmal irgendwie im Gesamtsoundsystem auch nochmal auf 80 Dezibel, dann sind es ja in Wirklichkeit keine 80 Dezibel mehr. Hä? War ich hier nicht schon? Die habe ich doch schon getötet, oder nicht? Eigentlich ja, ne? Aber ich war so lange raus. Eine ganze Woche war ich nicht mehr in dieser Instanz. Jetzt sind sie doch alle wieder da. Was? Ah, gegen die muss ich auch kämpfen, scheiße. Keine Chance. Ne, die hatten sie wirklich nicht. Ja, kommt alle raus, genau, kämpft mit mir. Achso, ihr Heldenmoment, ich weiß gar nicht, ob das schon mal aktiviert hatte. Das ist ja im Prinzip richtig geil, das ist Heldenmoment. Diese Helden-Moments-Attacken bekommt man jedes Mal, wenn man eine Klasse die Story abgeschlossen hat, also auf Korea dann, von jedem Char. Und hier ist zum Beispiel, hier da... Der Vermächtnis fieser Tritt vom Schmuggler. Das ist die Granate vom Soldaten. Und hier das Würgen. Schon ziemlich geil. Und das Heldenmoment. Ich werde verfolgt. Aber ich habe noch ein paar Tricks auf Lager, die Sie nicht kennen. Wow, den kannten Sie wohl. Ja, den kannten Sie. Aber ich halte die Ohren offen. Mist, das hatten wir schon gemacht. Ich glaube, so viel weiter waren wir nicht. Nächste Tür und dann war da dieser komische Druide, gegen den man dann, glaube ich, kämpfen musste. Herausforderung gemeistert. Aber gut, wenn man dann halt eine Woche nicht da ist, dann ist es verständlich. Aber ich glaube, das zählt hier auch, wenn man irgendwie 15 Minuten ausgelockt ist, dann wird die Phase auch resettet, also bis zum nächsten Spawnpunkt. Das hatte ich das Problem, ich habe mal Sternenfestung HC gemacht. War dann kurz vorm Endboss und dann musste ich aber echt weg, weil ich zur Arbeit musste. Nach der Arbeit wollte ich wieder rein und dann, ja, Pech gehabt. Komplette Sternenfestung musste ich wieder neu machen. Das war, also wenn man es alleine läuft im HC-Modus, dann dauert es halt ein bisschen, ne? Moment. Man kann es natürlich auch in der Gruppe machen, aber... Habt ihr was damit zu tun? Valen ist nein, Valen. Ihr hattet wohl recht, was den Fremdling angeht. Schnell hochhalten hier. Nein, nicht so hochhalten, verdammt. Oh, ich stand auf dem Fahrstuhl hier. Ja, wenn man sich auf den Fahrstuhl stellt und dann der Fahrstuhl hochfährt, und man heilt sich dabei, dann nennt man das Hochheilen. Ganz genau. Ja, mit diesen dummen Witze, ne? Da kriegt man noch Kopfschmerzen von. Herausforderung gemeistert. Wo kommen die denn hier überhaupt her? Werden einfach abgeworfen. Ach nee, hier ist gar kein Kampf. Also ich glaube, hier war ich beim letzten Mal. Da habe ich mich ausgelockt hier in dem Bereich. Und ich dachte jetzt wegen Druiden kämpfen. Bei Sternfesten, da kommen ja auch irgendwie Fahrstuhl runter und dann ist hier so ein Druide. Gott, wie hieß denn das hier? Mir fällt jetzt der Name nicht ein. Prätorianer-Einheit, genau, wegen Römern und so. Mir lag's auf der Zunge. Also die Prätorianer-Einheit, die muss man ja in der Sternfestung besiegen. Genau, das war sehr clever. Sehr toll gemacht, Lana. Macht sie den einzigen Gegner in CC rein. Reaktorinstabilität entdeckt. Notfall-Evakuierung ist aktiv. Katastrophales Reaktorversagen. Nein. Turmevakuierung. Nicht versagen, Reaktor. Auf Mindestsicherheitsabstand zurückziehen. Herausforderung gemeistert. Achso, gegen. Im Moment. Scheiße, scheiße, scheiße. Kämpft Lana noch? Nee, jetzt nicht mehr. Gut. Gegen den Druiden müsste man, glaube ich, kämpfen. Aber man kann natürlich auch hier einfach den machen. Wow, sneaky guy, Junge. Aber bei denen kommt man nicht vorbei. Einfach Knopf drücken und weglaufen. Das war endgültig.
Reaktor Instabilität entdeckt. Notfall-Evakuierung ist aktiv. Oh, ein Gespräch. Durchbruch steht bevor. Evakuierung einleiten. Alle raus hier. 10 Blöcke in jede Richtung. Katastrophales Reaktorversagen steht bevor. Es gibt nichts, was wir hier tun können. Gehen wir. Wagt es ja nicht! Wenn das Ding hochgeht, reißt es einen Haufen Leute mit sich. Ihr könnt es noch abschalten. Die halbe Stadt wird im Dunkeln sitzen. Aber die unzähligen Leute, die hier leben und arbeiten, werden eine Chance haben. Seht ihr? So weit gehen sie, um euch aufzuhalten. Wir müssen euch sofort vom Planeten schaffen. So, ich rette lieber Leben. Wir machen mit der Mission weiter. Ich habe eine Chance, die Kollateralschäden zu minimieren. Und die ergreife ich. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr tut. Das hoffe ich auch. Achso, das... ich muss echt... Kein Platz hier. Soll scheiße. Wobei, ich glaube, ich mache jetzt hier... Ja, hier mache ich ein Folgenende. Ich gucke dann gleich mal, ob dann schon einige Leute was auf das letzte Video kommentiert haben, von wegen was haben wollen, weil ich habe ja hier so... Ich glaube, ich hatte so viele Gegenstände hier. Die beiden Gleiter, die beiden Dekos da. Diese Ergänzungsrüstung und... Ja, mal gucken. Also dann sage ich hier erstmal bis zum nächsten Mal. Euer Commander Peace. Peace out.